Hi, Schatz. Wirst nicht glauben, was heute passiert ist. Da ruft mich der Außendienst an Wir und... müssen reden. Ja, gleich. Also der Außendienst ruft mich an und dann sagt... Ich werde dich verlassen. Jetzt lass mich das bitte doch noch zu Ende bringen. Also er ruft mich an und sagt zu mir... Hörst du nicht? Ich verlasse dich. Das habe ich bereits das erste Mal zur Kenntnis genommen. Interessiert es dich überhaupt nicht? Ich wollte halt zunächst meine recht amüsante Anekdote aus der Firma erzählen, aber... Na gut, wenden wir uns deinem unerfreulichen Thema zu. Na, also? Scheint dich ja nicht wirklich zu stören. Doch, das tut es. Ach ja, sitzt da und lächelt mich an, als wäre nichts. Ich verlasse dich! Du wiederholst dich. Sag doch was. Was soll ich denn dazu sagen? Irgendwas? Du bist ein großes Mädchen und kannst alleine Entscheidungen treffen. Alleine Entscheidung treffen. Ja, das kannst du. Und du willst doch jetzt nicht sagen, dass ich da ein Mitspracherecht hätte, oder? Nein. Na bitte, du verlässt mich. Da gibt es doch nicht viel zu reden. Ach ja? Willst du gar nicht wissen, wieso? Ich kenne dich. Es wird also wohl kaum an mir liegen. Ich habe einen anderen. Das bestätigt meine Behauptung. Was? Dass es nicht an mir liegt. Ich habe aber meine Gründe. Ja, natürlich, sonst würden wir dieses Gespräch auch nicht führen, aber deine Beweggründe beruhen auf deiner subjektiven Wahrnehmung der Dinge, die sich höchstwahrscheinlich von meiner subjektiven Wahrnehmung unterscheidet. Ist das ein Spiel? Nein, es ist eine sachliche Unterhaltung über das Ende unserer Beziehung. Verarscht mich doch. Du spielst doch jetzt nur den Gefühlskalten, weil du innerlich kochst vor Wut. Würdest du dich besser fühlen, wenn ich dich schlage? Ja? Ich aber nicht. Ich schlage keine Frauen, zumal ich keinen Grund dafür sehe. Es ist dein bester Freund. Er ist ein guter Mann. Du wirst es gut bei ihm haben. Und du bist ja nun auch ein toller Mensch, so insgesamt. Du bist unglaublich. Du bist unglaublich. Andere Leute würden sich darüber freuen, wenn ein Trennungswunsch so unkompliziert und ohne Tränen entgegengenommen wird. Was heißt hier entgegengenommen? Ist es überhaupt zu dir durchgedrungen? Ich verlasse dich! Ich bin mit deinem besten Freund in einer Beziehung, weil mich das Leben mit dir nicht ausfüllt und du nimmst alles einfach entgegen, ohne es zu hinterfragen! Fragen hätte ich schon. Die sind aber alles andere als angenehm für dich. Das lass mich mal entscheiden. Jetzt stell deine Fragen. Wie lange erfüllt dich unsere Beziehung nicht mehr? Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Wie lange bist du schon mit meinem besten Freund zusammen? Seit 10 Monaten? Da fällt dir jetzt erst ein, dass du mit mir Schluss machen musst. Ja. Also ich habe langsam Hunger. Bestellen wir Chinesisch? Was? Du spinnst doch! Hast recht, Chinesisch hatten wir erst. Türkisch für dich falafel wie immer. Spinnst du jetzt total? Ich habe Hunger und wenn du nicht mitbestellst, komme ich nicht auf den Mindestbestellwert. Hallo Fatih, Felix Schulz hier. Wir hätten gerne was ins Haus. Ja, klasse, also ein Döner-Teller und... Und einmal Falafel, bitte. Jo, alles klar. Danke, bis gleich. Halbe bis dreiviertel Stunde. Wo waren wir? Ach ja, du hast soeben eine Frage bejaht, dass du jetzt eingefallen ist, dass du mich verlassen willst.
nachdem du seit 10 Monaten mit meinem besten Freund zusammen bist. Da stellt sich mir die Frage, was die 10 Monate sollten. War das eine Art Probezeit für ihn? Nein. War es eine Bewährungsfrist für mich? Nein. Was war es dann? Warum interessiert dich das auf einmal? Eben wolltest du keine Hintergründe wissen. Ich wollte keine Hintergründe für das Ende unserer Beziehung wissen. Aber wenn du mir erzählst, dass du seit 10 Monaten mit einem anderen glücklich bist, dann wirft das schon die Frage auf, warum du dann nicht schon früher Schluss gemacht hast. Warum gehst du davon aus, dass ich mit ihm glücklich bin? 10 Monate. Du würdest mich nicht 10 Monate lang betrügen, wenn du dich noch unglücklicher machen würdest. Würde ich das nicht. Dann sag mir doch, was das sollte und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Zuerst war es nur ein Ausrutscher. Dann eine Affäre und jetzt ist es mehr. 10 Monate? Bis eben schien es dich ja nicht wirklich zu stören. Glaube ja nicht, dass es mich kalt lässt. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich mir einen anballern werde, wenn du gleich gegangen bist. Wenn ich gleich gegangen bin? Du sagtest doch, dass du mich verlässt, also es ist auch an dir nicht nur die Beziehung, sondern auch die Wohnung zu verlassen. Außerdem stehe ich im Mietvertrag. Du willst mich einfach so rausschmeißen? Du hast dich selber rausgeschmissen. Du willst doch sicher mit ihm zusammenziehen. Du hast doch wohl nicht ernsthaft gedacht, dass ich sage, tja, dumm gelaufen für mich, aber bleib doch noch ein bisschen. Hast du denn gar nichts gepackt oder geplant? Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt ausziehen soll. Ja, was hast du gedacht? Ich dachte, du würdest gehen. Mir sagen, dass du eine andere hast. Und was? Wie zum Henker kommst du denn auf den Unsinn? Weil du immer so sachlich bist. So gefühlsarm. Seit einem Jahr habe ich das Gefühl, dass du mich nicht mehr liebst, dass ich dich nur störe und dass du... Ja, das ist doch Mumpitz. Ich bin nicht anders als sonst auch. Ja. Aber deine Meinung beruht auf einer subjektiven Wahrnehmung, die sich von meiner subjektiven Wahrnehmung unterscheidet. Glaube mir, ich habe keine andere. Vielleicht einen anderen. Den Mut hätte ich, um dir zu sagen, dass ich schwul wäre. Bist du's? Nein. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ich meinen besten Freund anrufe, ihm zu seiner neuen Freundin gratuliere und ihn frage, warum er mir seit 10 Monaten nichts gesagt hat, wird er überhaupt wissen, wovon ich spreche? Nein. Also war das jetzt alles nur ein Spiel, um eine emotionale Reaktion von mir zu bekommen? Ja.
auf das Ende unserer Beziehung. Guten Appetit. Was war, als der Außendienst angerufen hat? Thank you.